Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Folge Space Astronomy mit dem lieben Speaking Weapon Moin Leute! und mir, dem Commander. Ja, wir haben uns ja ein wenig aufgetrennt. Der liebe Speaking Weapon baut oben schön und ich baue hier unten groß aus. So, Richtig. groß aus ist jetzt schon riesig geworden, weil es ist ja verdammt viel geworden. Bau mal eben das Uran hier unten ab, bevor ich damit unser Haus in die Luft jage. Ja, so. Und da brauche ich noch wieder Cobblestone. Ich muss noch hier ein paar Sachen eben halt machen. Also ich habe jetzt schon mal hier ein bisschen durchgegraben, bin schon hier hinten an der Farm angekommen. Hier oben drüber ist der zweite Reaktor, der kleine. Monster ist da hinten, der ist ungefähr da, wo die Erde ist, oben drüber, hier. Hier ist Monster drüber. Und ja, ich bin dabei, eigentlich jetzt gerade hier unten das alles so auszuheben und auszubauen. Deswegen, ich weiß nicht, ob diese Folge wieder ein bisschen spannender wird. Ich werde gleich auf jeden Fall, denke ich mal, Monster in Betrieb nehmen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil wenn Monster anfängt zu arbeiten, ich glaube, dann kann sich der liebe Speaking Web nicht mehr über den Strom beschweren. Ja. So. Wo ist der Cobblestone? Da ist der Cobblestone. Dahin. So. Cobblestone. Zack, zack, zack. Ach Mist. So. Was hast du? Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den, wie heißen die Teile noch? Conduit Facade funktioniert. Da, wo unsere Kabel versteckt sind. Ja. Ob man die auch so mit Carpenters Block, wie soll man sagen? Ja, mit dem Carpenters Block nicht, aber ich denke mal, man kann die vielleicht hoffentlich chiseln, das weiß ich jetzt nicht. Guck doch mal bitte einfach in eine Arbeitstheke. Guck doch mal einfach in eine Arbeitstheke, ob du die Cobblestones, die in der Mitte sind, chiseln kannst, weil das sind doch die Carpenters-Blöcke. Carpenters-Facade. Da habe ich die doch verwendet. Problem ist jetzt nur eins, was ich gerade sehe. Wir haben den Teleporter echt blöd gelegt. Welchen Teleporter? Den Teleporter, den wir hier haben, mit na, hier diesen, nee, den Elevator. Entschuldigung, nicht Teleporter, den So. Elevator. Den haben wir ein bisschen blöd gelegt, weil der kommt hier unten mitten im Raum raus, wenn ich das jetzt so mal grob sagen darf. Nicht gut. Okay, So. Aber ich darf dich ja noch an deine eigentliche Aufgabe erinnern, ne? Mir zu helfen, dass wir die Kabel mal da unten unseren Arbeitsraum aufräumen. So, jetzt muss ich nur gerade gucken. Ich muss die Lampen mal hier ordentlich verteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abstand. Und das ist natürlich jetzt blöd. Du kommst einen nach hier. 1, 2, 3, 4. So, dann kommt die hier hin. 1, 2, 3, 4. Das ist gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dahin. Du kommst weg. Eine Sache versuche ich hier Kommst auch nochmal. weg. Du kommst dahin. Müsste immer nicht gepasst haben, hoffentlich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl, passt. Ja, super. Guck mal, was man sogar noch machen kann.
Einen Moment. Hier. Ja. Man kann solche bestimmten Muster machen. Okay. Na, so. Dann kannst du so eine Art Tapete anbringen. So gesehen. Ja, hier unten hast du noch freien Raum. Kannst dich hier unten austoben. Aber ich muss doch, glaube ich, den Abstand zwischen den Lampen doch ein wenig verkürzen. Das hast du nicht. Naja, das Problem ist, sonst spawnen hier unten uns Monster und das will ich ja nun möglichst nicht, ne? Ja. So, zwei sind da. Ne, da ist nur einer zwischen. Zwei. So. Eins, zwei. Hierhin. Ups. Also wie gesagt, hier unten kannst du dich auch noch frei austoben. Ja, mache ich. Ich weiß noch, damals bei Industry Craft habe ich diese Inverted oder generell diese Lampen benutzt, um einen Alarm immer im Nuklearkraftwerk von Industry Craft darzustellen. Das war Okay. cool. Das war richtig, da ging es richtig die Post ab. Das war schön. Ja, das war noch zu Zeiten von FTB Ultimate, ne? Es gab damals nichts Besseres als FTP Ultimate. Naja. So, jetzt habe ich hier gerade die Kabel vom Lebenspeaking Weapon freigelegt, wie ihr seht. Ich komme sofort nach unten. Ja, ich bin mich jetzt erstmal hier gerade am Durchgraben. Mach mal langsam. So. Das ist falsch. Also hier unten eine Turbine aufzubauen, wird richtig lustig. Das glaube ich. Weil die Turbine ist, ich glaube, auch 4 oder 5 hoch. Und die kann ja auch noch mal richtig Strom bringen. Also die macht ja auch noch mal richtig Kasala. Und deswegen, da ist dann richtig Remi Demi. So, jetzt haben wir. Welcher. Ach. Ach, das ist die Stone-Fabrik, okay. Also, ich habe jetzt den Raum, den wir vorgesehen haben, dafür ausgehoben. Ja. So. Ja. Und wir sehen, der liebe Speaking Weapon hat hier oben ein wenig schön gebaut. Er ist da noch am Experimentieren, dann auch so wie hier. Naja. Also die Ecken gefallen mir jetzt nicht, da würde ich dann lieber die schrägen nehmen, die du hier oben auch drin hast. Hier. Ja. Und die dann verkleiden, weil wenn du die nämlich einsetzt, dass die dann so. Ja, die hast du dann falsch gesetzt, die musst du dann nochmal abbauen. Warte. So, genau. Lass es so. So. So lassen. Das ist in Ordnung. Aber dann muss hier oben drüber auch noch ein Klotz hin. So. Ich muss mal gucken, wie viel haben wir denn von der Folge? Ach, wir haben erst 10 Minuten. Das ist doch schön. So. Dann kann ich mich nämlich noch hinbegeben und kann noch mal ein wenig Cobblestone in der Trashcan hier entsorgen, weil Cobblestone haben wir genug.
Cobblestone weg, das haben wir alles, okay. So, dann schmeißen wir den Rest mal, alles was hier jetzt so über ist im Inventar, einfach mal in die Kiste. Flint brauchen wir für die Sackmill zum Beispiel. Torches, Crescent Hammer, Sword, Coal. Die Lampen packe ich auch erstmal vorübergehend da rein. Ich weiß nicht, ob wir noch unten Lampen brauchen. Und dann machen wir uns mal eben ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir Glowstone, ein Stack. Wir brauchen Gold, ein Stack. Wir haben es ja. Ja. Und wir brauchen Redstone. Redstone, ein Stack. So. Und mit dieser ganzen Sache machen wir uns jetzt wieder schönes Energetic Alloy. Ein Stack. Nein. Und mit Energetic Alloy ein Stack. Und jeweils. Moment, das sind dann aber gesamt. Lass mich doch mal rechnen. 20 mal 8. 160. 168, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, 168 Energy Conduit Kabel der Stufe 2 mit einem Transportvolumen von 5120 RF pro Tick. Nicht schlecht. Genau. Nicht schlecht, Herr Specht. Nein, das war ein zu weit. So. Ja, jetzt gilt es darum, diese Verkabelung dann natürlich auch entsprechend aufzubauen bzw. abzubauen. Ich komme mal runter. Habe gesehen, wir haben nämlich noch ein Loch vergessen. Ja. Okay, ich habe schon mal ein bisschen falsch angefangen. Wieso, was willst du machen? Wand ein bisschen verkleiden. Nur ich kann ja die Steine direkt chiseln in die Form. Nur habe ich das dort nicht gemacht. Okay, wenn du mir jetzt. Ach komm, ich baue sie dir eben ab. Nein, den wollte ich nicht abbauen. Genau den wollte ich nicht abbauen. Dahinter ist zwar schöne Kohle, aber egal. Lass mal gucken, welche Steine wir da nehmen. Ja, dann guck mal nach. Ich baue die gerade mal eben alle nochmal ab. Scheiße. Jetzt habe ich hier. Ja, warte. So. So, jetzt habe ich hier die ganzen Cobblestones. Und zwei geschisselte Cobblestones. Genau. So, bitte. Und hier liegt noch einer rum. Ach so, und ich sollte hier noch Lampen setzen. Mist, siehst du, jetzt habe ich die Lampen doch ins ME-System geschmissen. Oh. Nee. So, ja, in der Zwischenzeit brennt unser Energetic Alloy, das heißt, Wollen wir diese Bricks lassen? welche Bricks willst du jetzt lassen? Hier, einmal. Moment. Ja, die kannst du lassen, meinetwegen, ja. So. Okay. Ach so, und Tanks wollte ich noch machen. Dann mache ich die eben. Oder hast du schon welche gemacht? Tanks, muss im E-System mal gucken. Okay. Ah, Tanks. Gut. So. Und dann werde ich mich, glaube ich, gleich mal. Gott, werde ich mich jetzt noch nicht, weil es ist gerade Nacht. Sonst hätte ich mich nämlich nach draußen begeben, nochmal Öl angezapft. Ja.
So, guck mal, wir haben jetzt eine große Glasröhre, die von oben nach unten geht und die füllt sich mit Fuel. Nice. Ey, die hätte ich gebrauchen können. Siehst du, die hab ich, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Die hätte ich nehmen können für die Lavatreppe, die ich doch gebaut habe. Diese Tanks? Ja, die hätte ich dann mit Lava füllen können. Stimmt. Oh, wenn ich die mit Lava gefüllt hätte. Jetzt ruckelt es gerade mal bei mir. Ich glaube, das ist aber der Server. So, hier ist alles zu. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Achso, Conduit Binder müssen wir noch vorbereiten. Nein. Nach oben will ich. So. Der liebe Speaking Weapon baut die Wände schön und vergisst die Decke. Du hast mich hier doch weggerissen. Ich hab dich nur daran erinnert, dass du das nicht bitte vergisst. Ich hab dich nur drum gebeten. Außerdem rechts ist ein anderes Muster als links, finde ich auch lustig. Links ist glatter Marmor und rechts ist geschisselter Marmor. Ach so, ja, so weit bin ich noch nicht gekommen. So, ja, Du jedenfalls mache kannst ich erstmal. da weitermachen, wo du willst. Wie gesagt, darum geht es jetzt einfach nur so. Ja. Cobblestone. Ach, ich schmeiße es jetzt einfach mal ins ME-System. Wir brauchen es ja so oder so. So, davon haben wir jetzt ein paar fertig. Achso, die Sachen gehen direkt ins ME-System, ne? So, und jetzt muss ich nochmal gerade gucken nach den Energy Conduits. Wie ist die Zeit? 17 Minuten. Deswegen kann ich noch ganz schnell danach gucken. Okay. Was los? Ich guck gerade was. Und zwar. Ne, den Lava-Generator. Nein, den mache ich jetzt nicht. Keine Lust. Ne, genau. So, Energy Conduits. Da sind sie, die erweiterten. In Conduit Binder. Conduit Composite brauche ich Gravel, Sand und Clay. So. Gravel. Davon haben wir genug zum Glück. Eins, zwei, so den Gravel. Sand. Davon haben wir nämlich nichts mehr. Das finde ich schon mal schön. Und dann brauchen wir Clay. Davon haben wir noch 310. Das passt dann auch. Ja, jetzt ist nur der Sand das Problem. Dann nehmen wir doch mal das Cobblestone, was wir haben. Cobblestone durch den Pulverizer, ne? Ergibt Sand. Ja. Gut. Ja, das geht dann aber unten durch den Ofen, ne? Ja. Deswegen musst du auch dort. Den roten Slot deaktivieren. Genau. So, der rote Slot ist deaktiviert. Dann können wir das Cobblestone da oben reinpacken. Der macht uns automatisch Sand und dann läuft das alles da durch. Das lasse ich jetzt soweit stehen. Wir warten kurz, bis das fertig ist. Leider ist bis dahin dann auch schon die Folge zu Ende. Deswegen sage ich jetzt von hier aus frühzeitig mal Ciao. Und der liebe Speaking Weapon ist mal wieder an der Painting Machine dran. Das sieht man, weil vorne die Balken sich füllen. Er macht nämlich wieder Conduits für Sales. Genau, Ja, spezielle. genau. So, wir sagen Ciao. Bis zum nächsten Mal beim Speaking Weapon. Da läuft nämlich die nächste Folge. Ciao! Und ciao, Leute.